Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grimmige Legenden 3, die dunkle Stadt. Hier ist Sabine die Cat und wir gehen jetzt vor zum Solomon. Many years ago, I saved two orphans, brother and sister, from a Koshmar. So, das heißt, verschiebe die Gegenstände auf den linken Linien an ihren Platz. Dann schau dir Solomons Erinnerungen an. Wir fangen an links unten. Dann schieben wir das rüber. Den Teddybär auf oben runter. Die Flammen rüber. Das hoch. Den Mond nach links. Teddybär runter. Die Flammen hier rüber. Den Mond nach oben und den Teddybär nach links. Sylvia and Gabriel. I took them in and trained them. They became my best students. A year ago, Sylvia was killed in action. We couldn't save her. Gabriel was crushed. Dann fangen wir hier unten an. Das Tuch schieben wir runter. Das kommt nach rechts. Hoch. Runter. He wouldn't let his sister go, even if it meant using the incursory stone. I stopped him in the middle of a ritual and exiled him from the order. Dann fangen wir in der Mitte an. Links. But it turned out he succeeded. Sylvia woke up the day after, with her memory gone. I kept Gabriel from you. I was afraid you would become like him. Look at all this. Was I not right? Is all this a fair price to pay for one life? Promise me, Sylvia, you'll let me go. I'm so tired. Solomon, no, don't die. I need you. No, that's enough. You stubborn old man. Why wouldn't you see things my way? Ugh, I messed everything up. I'm so sorry. Let us finish this for him. Together. What do you say, sister? I can patch up the stone. Just help me gather the pieces. Wir schauen mal auf der rechten Seite zum Baum her. Da haben wir Puppe Nummer 27. Das Tuch nehmen wir mit. Die Spitzhacke. Die Scherbe. Dann haben wir hier noch eine Scherbe. Auf der linken Seite eine Scherbe. Gehen zu der Statue auf der linken Seite her. Da
kriegen wir eine Spachtel und die vierte Scherbe. Und außerdem sehen wir, hier ist das Gestein brüchig. Da setzen wir jetzt unsere Spitzhacke an. Kriegen Kreidestein. Und dann übergeben wir ihm die Inkasori-Scherben. I owe you answers. Ask me anything. Why didn't you seek me out? I didn't know you were alive. I thought Solomon ruined the ritual. That's why I hated him so much. I was convinced he took you from me. Camilla, she really means a lot to you, doesn't she? At the time I met her, I was a wreck. She gave me a reason to live. That's why I had to try to bring her back. Why I need to save her now. Why haven't you talked to me? In the treasury, there was no time. And here in Lichtenheim, I assumed you worked with Solomon and wouldn't want to listen. I was angry. I was in a hurry. I'm sorry. I should have talked to you. I'm glad we talked, but we should get back to the task at hand. It'll take me some time to rebuild the stone. Meanwhile, look at this. Ancient incense. It separates the Koshmar from its victim, but we'll need to get close. Could you scout the path ahead? So, dann haben wir hier ein Rezept. Wir gehen vor. Auf der linken Seite mit der Spachtel. Zuerst brauchen wir das Tuch. Dann brauchen wir die Kreide. Jetzt sehen wir hier die Runen. Und die müssen wir hier klicken. Dann geht's rauf zum Treppenaufgang. Schauen gleich mal rechts her. Zu der Krypta. Da ist Puppe Nummer 28. So. Wir kriegen außerdem Metallstabteil Nummer 1 von 3. Dann schauen wir hier links rüber. Dann haben wir Metallstab Nummer 2. Hier vorne haben wir Metallstab Nummer 3 und einen Haken. Gehen wir die Treppe runter. Kriegen wir Fesseln. Die Metallstäbe setzen wir hier ein. Gehen wir mal zu der Mitte zum Sarkophag her. Da haben wir Puppe Nummer 29. Und wir kriegen einen Pfeil. Außerdem können wir gleich hier die Fesseln anbringen. Dann haben wir hier rechts das nächste Wimmelbildspiel. Kriegen wir ein Bronzeschild. Den fügen wir hier links ein. So, dann haben wir hier einen Kranteil. Damit gehen wir wieder nach oben. Kranteil können wir hier einfügen. Damit lassen wir die Ketten jetzt runter. Gehen wieder runter zum Wasserfall, zum Sarkophag. Fügen den Haken ein. Dann können wir die Kette hochheben, das heißt, wir müssen wieder hoch. Und den Kran nach oben umpolen.
Dann können wir mal geradeaus weitergehen zur Höhlendecke. Gehen wir links her. Hier ist die letzte Puppe, Puppe Nummer 30. Damit sind wir fertig. Die Schale nehmen wir mit. Dann gehen wir wieder runter zum Wasserfall. Da wartet jetzt das nächste Wimmelbildspiel auf uns. Oder auch nicht. Okay, dann gehen wir raus. Ah, ich muss zum Sarkophag. Entschuldigung. So. Hier haben wir jetzt den Spitzenschleier. Damit gehen wir nach links, wo wir getrommelt haben. Damit können wir den Sand durchreutern. Dann kriegen wir Knochen. So, mit den Knochen gehen wir jetzt raus. Rechts zum Baum her. Dann nehmen wir die Schüssel. Ja. Don't take this the wrong way, but it's very precise work. Gehen nochmal vor. Da können wir unsere Masken jetzt benutzen. I've betrayed the trust of a dear friend. Wähle die Maske, die zu der Sünde passt, welche die Maske darstellt. Sprich mit dem Schädel, um dir die Sünde erneut anzuhören. I've betrayed the trust of a dear friend. Das war's mal nicht. I've tried to force someone to be like me. I've let anger take control over me. Valued rules more than human life. I've tried to force someone to be like me. I've dealt with black magic. I've betrayed the trust of a dear friend. So, wir holen uns hier auf der rechten Seite den Schlüssel. Gehen wir einen Schritt zurück. Links her. Hier können wir den Schlüssel einfügen. Dann bekommen wir Öl. Können wir schon mal hier lassen. So, dann gehen wir wieder zurück. Runter. Rechts her zum Ritter. Mit dem Öl können wir das Visier geschmeidig machen. Dann bekommen wir eine Münze. Jetzt gehen wir wieder hoch zur Höhlendecke. Zu der schönen Gestalt hier rechts. Der will ein Pfand von uns. Und wir schnappen uns mit dem Schaber das Moos. Wir gehen wieder runter zum Wasserfall. Jetzt haben wir hier das nächste Wimmelbildspiel. Jetzt müssen wir die anderen Teile finden. Das ist hier hinten. Dann bekommen wir ein Räuchergefäß.
Und jetzt gehen wir hoch und machen den Weihrauch. Ist egal, womit wir anfangen. Fangen wir mit den Knochen an. Moos. Und Harz. The incarcerate is ready. As ready as it can be under the circumstances. How are we... The incense is done? You're amazing, sis. One thing. If anything were to happen... Don't jinx it, Gabriel. Let's go. Let's go. Oh, wir nehmen den Weihrauch. Schmeißen den mal vor. Jetzt müssen wir auch noch hochklettern. Nehmt den Incassery Stone. My defeat will be your undoing. I won't let you hurt them. With the Koshmar defeated and the city back in its place, we returned here. But you already know that, Camilla. I know that oblivious sensation. Your memories and feelings will be restored in time. And with them, something that exists even in the darkest of places. Hope. Das war Grimmige Legenden 3, die dunkle Stadt. Camilla ist also wieder da. Es gibt dann auch noch das Bonuskapitel. Der alte Stein, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal machen. Mir hat das Spiel eigentlich extrem viel Spaß gemacht. War wieder ein gutes Wimmelbildspiel. Ich hoffe, euch hat es auch so gut gefallen wie mir. Ja, wenn es euch gefallen hat, ich würde mich natürlich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Ich sage noch einmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Tschüss! Beziehungsweise das könnten wir jetzt auch gleich mal überspringen, weil der Abspann ist eh... Naja. Jetzt machen wir noch kurz Werbung. So, und das wäre dann der Bonusinhalt fürs nächste Mal. So, an dieser Stelle sage ich wieder vielen Dank und tschüss!